Ja. Er hat gefragt, ob ich alles mache. Wenn der Preis stimmt, natürlich, habe ich gesagt. Da lächelte er. Götter, wie abscheulich. Und schlug zu, dass ich ohnmächtig wurde. Als ich aufwachte, war ich gefesselt. Und er machte den Spieß im Feuerhals. Beruhige dich. Er wird dir nichts mehr tun. Er wird niemandem mehr was tun. Dieses Schwein. Ich hatte so die Ahnung gehabt. So, lass uns mal dann abhauen. Den Weg nach unten wäre schön hier. Was kann ich tun? Gar nichts, nur mich runterlassen. Ich will zu Rittersporn. Leute, Hinterausgang. Mir. Oder Eingang. Also sag uns, was hallo? Verschwinde von hier. Ja, machen wir es schnell. Ich schneller. Bin lebendig. Oder was willst du denn? Wow. Ach, ein Hexenjäger haben wir hier. Na komm. Ach, du willst mich töten? Das hast du davon. Haftbefehl? Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Aha, Schlüsseln. Okay, alles klar. Machen wir später. Ja, denn ich will erstmal mit Rittersporn jetzt ist das klären. Wo ist das mit dem Rittersporn? Fleischliche Sünden müsste es gewesen sein, genau. So, wo ist er denn? Wieder am Arsch der Welt. Alles klar, okay. Plötze. Los, los. Alter. Natürlich. Hi. Wäsche waschen. Alter. Gute Leute! Magier haben das Haus der Jäger angezündet. Sie wollen die Stadt niederbrennen. Ja, natürlich. Oh, dass man hier die Geschwindigkeitsbegrenzung hat, das ist ja echt nervig. Ach nein, da lang, Mann. Geradeaus. Scharf links über die Brücke. Von mir, hier dürfte doch eigentlich eine Autobahn sein. Ich meine, hier ist doch nicht viel Betrieb. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ach komm, ernsthaft. Ja, der ist hinne. Jetzt reicht's aber echt hin hier mit euch. Na komm schon. Jetzt reicht's aber mit euch wirklich mal hin. So, zack. Nee, du bist tot, mein Freund. Meine Gott, ey, ihr seid aber echt nervig, ey. Wie Kakerlaken. So. Dass ihr mich immer bei meinen Recherchen und Aufgaben stören müsst. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir mit Priscilla noch nicht durch sind mit den ganzen Geschichte. Vielleicht müssen wir eine Art Rettung oder sowas finden für ihre Stimme oder so. Oder what? Keine Ahnung. Irgendwas wird da mit Sicherheit noch kommen. Ich befürchte, es ist nicht lange Questreihe. Das ist echt heftig. Andererseits auch wieder toll. Ne, diese ganzen Wendungen und so weiter schon, also da hat sich CD Projekt Red damals wirklich richtig einen Kopf gemacht und wer immer die ganzen Quests geschrieben hat, also Hut ab und Respekt.
Ach, im Hospital. So, die ist... da drüber. Eine Leiche gefunden worden. Keine Augen im Kopf, kein Herz in der Hand. Patient. Wie geht es? Besser. Stimmt's? Ja. Ja. Hast du getan, worum ich dich bat? Ja, auf Hexerart. Danke, Geralt. Von mir und Priscilla. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt bist du dran. Kümmere dich gut um sie. Das werde ich. Du wirst sehen. Ich kümmere mich besser um sie, als es die Dryaden im Brokilon täten. Sie spricht wieder. Schöne Neuigkeit. Ja, nicht wahr? Professor von Graz hat mir gesagt, dass ihre Wunden schneller heilen als Trollwunden. Nicht sehr schmeichelhaft, aber doch ermutigend. Vielleicht singt sie sogar eines Tages wieder. Fürs Erste treten wir als Duo auf. Sie spielt Laute, ich singe. Ritter, Sporn und Kalonetta. Klingt doch toll, oder? Gar nicht schlecht. Alles Gute, Ritter Sporn. Auf der Bühne und auch sonst. Wow, haben wir das durch. Wahnsinn, wir haben die Rittersporn-Quest mal geschafft. Ist ja irre. Ist ja der Hammer. Tut mir leid, Geralt. Mein Hals ist immer noch... Schon gut. Ja. Werd bald gesund. Genau, werd bald gesund. Sehr gut, damit haben wir unseren Job hier erledigt. Und wir können uns hier mal verpieseln. So, der ist hinne. So, lass uns mal schauen. Skellige gewinnt. Ja, das wäre auch noch so ein Level 11 Quest. Sprich mit Hacker über den Brief. Das könnten wir auch noch fertig machen. Oh. Mann. Okay, machen wir erstmal das schnell mit der Quest hier. Hier ist noch so ein Typ. In der Großstadt. Das könnten wir uns gleich mal erledigen. Wir sind hier. Das schnellste wäre, glaube ich, hier mal schnell hinzugehen und das mal zu machen. Das möchte ich gerne. Ich möchte mal für heute noch mal raus aus der Stadt. Und einfach noch mal... was abarbeiten. Und ich denke, wir werden dann in der nächsten Session auf jeden Fall rübergehen nach Skellige. Ja, ja, du mich auch. Na komm, gib Gas. Na, zack. Und jetzt holen wir uns da den Typi noch. Was haben wir denn da in der Nähe? Nicht viel, ne? Der Leuchtturm. Dann gehen wir zum Leuchtturm. Von da aus reiten wir dann hin. Aber nicht bei Nacht. Nicht bei Nacht. Mein Gott, man sollte es auch aktivieren. So, endlich mal wieder ein bisschen draußen in der Wildnis. Plötze, komm. Halt. Okay, auf geht's. Weiter so, Plötze. Endlich können wir mal Gas geben wieder. Dieses ewige Rumgeschleiche. Nein, ich will nicht kämpfen. Ich will auf direkten Wege möglichst. Vielleicht kommen wir doch heute nur noch Skellige. Mal gucken. Wie lebt es sich? Gwynplaine. Hä? Sei gegrüßt. Hm. Gwynplaine. Pass auf, wo du hingehst. Grüß dich. Was mit dir hier? Du bist du der Richtige? Ich werde dich niemals vergessen. Abermals. Vielen Dank.
Spielst du Quint? Hast du denn sonst niemanden zum Spielen? Ich spiele immer gern gegen neue Leute. Na gut. In der Not frisst der Teufel Fliegen. Ich spiele gegen dich. Und setze sogar eine meiner einzigartigen Karten. Schön. Nimm schon mal die Karten raus. Verdammt. Ich hatte so auf einen Sieg gehofft. Sei es drum. Du hast die Karte ehrlich gewonnen. Sehr gut. 25 EP, naja. Ist jetzt nicht so der Burner. Aber Quest abgeschlossen. Sehr schön. Okay, finde ein Schiff nach Skellige. Das könnten wir natürlich jetzt machen. Ich muss aber noch gucken, nicht, dass wir irgendwas hier weglassen. Das Bienenphantom. Wir kommen niemals hier weg. Wir kommen niemals hier weg. Ihr seht schon, komm. Wir kommen hier nicht weg. Wir sind wieder am anderen Ende der Welt. Oh, ey. Alter Falter. Aber gut, wir müssen die Hexeraufträge machen. Die sind wichtig. Vielleicht gibt es da neue Schematas und so weiter. Laufplätze. Mann, oh Mann, oh Mann. Wir kommen hier, wie gesagt, niemals weg hier. Ich will nach Skellige. Ich will doch nur nach Skellige. Schon ganz schön clever vom Game, ne? Muss man ja echt sagen. Meine Tante sagt, ich rede zu viel. Ah, jetzt haben wir wieder die Begrenzung. Ach, Vollgas, komm. Idiot, ich hätte doch das Hafentor nehmen können, ne? Ja. Hier gibt's keine Monster. Will ich auch nicht. Gott sei Dank ist das ja in der Nähe. So. Ist auch nicht so weit weg. Was haben wir denn dort? Sie willkommen in Honigwab, Reisender. Hallöchen. Holofernus Meiersdorf, zu deinen Diensten. Dies sind meine Söhne, Bernie, Franklin und Hugo. Grüß Gott. Bist du mit Rico Meiersdorf verwandt? Tja, ja, mein jüngster Sohn. Leider ist er dem Familienberuf nicht treu geblieben, sucht sein Glück in der Stadt. Warum fragst du? Kennst du ihn? Ja. Naja, wir sind uns begegnet. Aber deswegen bin ich nicht hier, sondern wegen deiner Nachricht. Es ist das Bienenphantom. Das verwüstet mir die Körbe. Alles klar, lass uns erstmal über die Kohle reden. Was meine Belohnung betrifft. Muss schon ein bisschen mehr rausrücken. Wir sind ein gefragter Hexer. Honigwab wirft nicht mehr so viel ab, seit das Phantom da ist. Würdest du mit dem Preis runtergehen? Ja, muss ich ja, ne? Immer noch nicht. Honigwab wirft nicht mehr so viel ab, seit das Phantom da ist. Würdest du... Na komm, jetzt aber so 267 muss drin sein. Wie du willst. Wenn du das Phantom nicht loswirst, sind wir ohnehin geliefert. Ich betrachte deine Gebühr als Investition. Schön. Also abgemacht? Abgemacht. Okay. Dir ist doch klar, dass es so etwas wie ein Bienenphantom nicht gibt. Es muss ein Monster sein, eine Erscheinung vielleicht. Haben deine Arbeiter was gesehen? Ich selbst. Ich habe die Körbe gereinigt. Da schrie einer der Landarbeiter auf, als hätte ihn ein ganzer Schwarm auf einmal gestochen. Ich lief zu ihm und fand ihn tot. Hatte er Stiche? Nein. Er sah eher erfroren aus. Blaue Lippen, raureif im Haar. Und er war von toten Bienen umgeben. Okay. Der tote Landarbeiter. Was habt ihr mit der Leiche gemacht? Die würde ich gerne mal sehen. Zu spät. Wir haben den armen Tropf vor ein paar Tagen begraben. Schlecht.
Wo ist das Phantom erschienen? Kann mir das jemand zeigen? Ja, ich. Komm mit mir. Ah, okay. Hier entlang. Folge mir. Wie kommst du darauf, dass es ein Bienenphantom ist? Das ist ein Imker-Aberglaube. Wenn man mit den Bienengaben Schindluder treibt, erscheint das Phantom. Es zerstört die Körbe und tötet die Bienen, damit niemand die edlen Kreaturen für niedere Zwecke benutzen kann. Du hast deine Bienen auf die Konkurrenz gehetzt, nicht? Nein. Vater hat neulich einen Vertrag mit den Redanian geschlossen. Dann ist das Phantom aus Nilfgaard. Na dann los. Bin mal gespannt, was es damit auf sich hat. Ah, da hinten. Das ist der Ort. Hier hat das Phantom den Landarbeiter getötet. Vielleicht hat es Spuren hinterlassen. Alles klar. Die Suche beginnt wieder mal. Das Bienenphantom hat große Füße und es ist ganz schön schwer. Das Bienenphantom hat große Füße und es ist ganz schön schwer. Frostbedeckt. Die Kälte muss die Bienen getötet haben. Ich glaube eher, dass das... Blut, trocken und schwarz, also mehrere Tage alt. Hier muss der Landarbeiter gestorben sein. Hm, möchte wissen, wo die Hinweise mich hinführen. Ich glaube, das ist ein Bär oder sowas. Die Spur verschwindet im Wasser. Ich bezweifle, dass sich irgendwas in der Pfütze versteckt, die sie als See bezeichnen. Muss auf der anderen Seite nachsehen, ob die Spur da weitergeht. Aha. Was haben wir denn hier? Neckar? Oh, ertrunkener Toter. Da ein Teich ohne Ertrunken. Aber wir haben die Körbe nicht. Aber zack. Ja, mal gucken, was sonst so hier uns hier im Weg stellt. Sepp. Wir machen hier kurzen Prozess. Nicht gut. Na, komm schon. So, okay, irgendwo muss hier was sein. Aha. Da komme ich nicht durch. Muss einen anderen Weg finden. Alles klar, da oben. Öffne den Keller, durch den Keller. Aber wir speichern mal vorsichtshalber zwischendurch. Man weiß ja nie, was uns so erwartet. Verschlossen. Ich habe den Schlüssel hier. Vater hat das Haus für Bernie angefangen. Aber dann ging ihm das Geld aus. Seitdem steht es halbfertig da. Prima versteckt für den Zerstörer eurer Körbe. Ich gehe rein. Ihr geht nach Hause und verriegelt die Tür. Wer weiß, was da rauskommt. Okay. Wow, ein Punkt. Juhu. Bienenphantom. Ein Punkt der wilden Jagd. Wie zum Henker ist der hierher geraten. Unglaublich. Warte mal kurz. Die heizt sich erstmal ein bisschen ein. Seh nix, Kamera. Na komm. Komm ein bisschen ins Freie, du. Und rückwärts, komm. Renne.
Jetzt wird es langsam hässlich. Na komm. Tja, macht man einfach so, ne? Sehr schön. Das ging schneller und leichter, als ich es mir gedacht habe. Ich glaube aber, ich würde trotzdem gerne nochmal im Keller gucken, wenn wir da reinkommen. Okay, mehr ist hier nicht zu holen. Schade. War dann echt easy. Na gut, dann zurück. Geschwind. Holen wir uns mal unsere Belohnung ab. ...65 Meter. Hast du das Phantom vertrieben? Ja. Dein Bienenphantom war ein Hund der wilden Jagd. Beim ewigen Feuer! Die wilde Jagd hat auch Hunde? Vor etwa 2 Wochen bin ich nachts plötzlich aufgewacht. Ich habe die Jagd über den Himmel ziehen sehen. Da muss sie den Hund verloren haben. Zurück konnte er nicht. Da hat er sich im leeren Haus versteckt. Es ist zwar kein Ersatz für eure Verluste, aber wenigstens zerstört der Hund jetzt keine Bienenkörbe mehr. Danke, Hexer. Es stimmt. Nichts geht über einen Spezialisten. So sieht's aus. Genug für heute, Jungs. Gehen wir heim. Morgen haben wir viel vor. Wir so, 12 Punkte. Juhu. Nebenquest. Eine schwarze Perle, das ist drüben. Geh nach Farö, das ist auch drüben. Novigrad. Das wäre das letzte, was wir hier so hätten. Den hätten wir noch. Der ist in Schieß mich tot, Platz des Hierarchen, das könnten wir eigentlich noch schnell machen. Arbeit, mehr Arbeit. Das machen wir mal. Auf geht's. Brauchst du etwas, Meister? Nein, nee, wir brauchen nichts, alles gut. Ich bräuchte mal eine neue Ausrüstung oder sowas. Komm näher, nicht so zurück. Was kann ich für dich tun? Kronen eintauschen. Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Naja, immerhin 123, das ist ja schon mal etwas. So, mein Freund. Du musst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst. Der ist da oben. Ein Sturm, verdammt. Darunter. Nicht wahr? Deinesgleichen findest du hinter den Mauern. Alles klar. Doch nicht. Wie war denn das jetzt? Oder war der hier? Auch abgeschlossen. Es hört einfach nicht auf zu regnen. Hexer, die haben ein Leben. Naja, so toll ist das nicht. Jeden Tag Viecher killen. Das ist auf Dauer dann auch nicht so prickelnd, mein Freund. Irgendwie müssen wir noch da rankommen. Was haben wir denn hier? Können wir hier hoch? Können wir.
Okay. Aber liebe Freunde, wisst ihr was? Das machen wir erst beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich so lange fürs Zusehen. Wie immer gilt natürlich, wenn es gefällt, hinterlasst ein Däumchen. Gerne kommentieren und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed. This land never flowed with milk and honey. You were witcher. That monster slayer. Have monster trouble. We're not having trouble. We're drinking.